Also es muss auf jeden Fall mehr geerntet werden. Ich meine, wir haben zum einen das Bevölkerungswachstum, was eben vor allen Dingen in Afrika nach wie vor sehr groß ist. Wir werden 2050 voraussichtlich 2 Milliarden mehr Menschen haben. Aber es verändern sich auch die Konsumgewohnheiten und da müssen wir auch ansetzen. Das heißt also, Konsum im Sinne von weniger Fleisch bei uns, wo viel Fleisch gegessen wird, und auch Abfälle reduzieren und möglichst vermeiden, ist wichtig. Aber das alleine wird nicht reichen. Wir haben einen stark ansteigenden Konsum auch von Fleisch und Milchprodukten in Asien und Afrika. Dort leben zukünftig 8 Milliarden und mehr Menschen. Wir haben auch eine zunehmende Nachfrage aus dem Bereich der Bioökonomie, dass wir nachwachsende Rohstoffe im Bereich nicht nur für Nahrungsmittel, sondern auch für andere Dinge einsetzen. Und insofern wird, wenn wir Ressourcen und Biodiversität schonen wollen, kein Weg dran vorbeiführen, auch Erträge zu steigern und gleichzeitig aber Verschwendung zu reduzieren und nachhaltiger konsumieren. Das ist etwas, was sich nicht ausschließt.